David gegen Goliath heißt es bei bestem Fußballwetter am Reutinger Weg. Der SV Schalding-Heining im gewohnten Grün-Weiß erwartet die auswärts noch punktverlustfreie Spielvereinigung Bayreuth. Nicht zuletzt deshalb der Tabellendritte natürlich klarer Favorit. Doch die Hausherren fühlen sich in der Außenseiterrolle bekanntlich pudelwohl. Alle drei Saisonsiege gelangen ausnahmslos gegen die großen Namen der Liga. Im Gegensatz zu den beiden Last-Minute-Coups gegen Bayern 2 und Unterhaching stand die Heimelf gegen Bayreuth aber von Beginn an gehörig unter Druck. Die Oberfranken legten angesichts des möglichen Sprungs auf Platz 1 los wie die Feuerwehr und erspielten sich in der ersten Viertelstunde gleich einige gute Möglichkeiten. Vor allem SVS-Keeper Simon Busch stemmte sich jedoch mit aller Macht gegen den frühen Rückstand. Mit der Zeit fanden aber auch die Gastgeber besser in die Partie und konnten sich aus den Bayreuther Fesseln immer mehr lösen. Fabian Schnabel nach einer halben Stunde mit einem ersten Warnschuss in Richtung des bis dato beschäftigungslosen Sebastian Kolbe im Spielvereinigung-Gehäuse. Kurz darauf dann die beste Bayreuther Gelegenheit in Abschnitt 1. Steffen Eder zielte am langen Pfosten aber freistehend drüber. Und so hätte Schalding beinahe mit dem Halbzeitpfiff die Führung erzielt, genauer gesagt erzielen lassen. Die Hereingabe von Martin Tiefenbrunner drischt Felix Weber an den eigenen Querbalken. Das torlose Remis zur Pause vor knapp 800 Zuschauern, also jetzt fast etwas glücklich aus Sicht der Spielvereinigung, die direkt nach dem Seitenwechsel allerdings ihrerseits die Mega-Chance zum 1:0 hatte. Sebastian Ramel verschätzt sich da heftig, aber Stefan Maderer setzt seinen Kopfball nicht ins, sondern aufs Netz. Das hätte eigentlich die Führung sein müssen. Danach verflachte die Partie zusehends, die Niederbayern nach vorne weiterhin bemüht, aber ohne die nötige Durchschlagskraft. Bayreuth optisch schon überlegen, richtig gefährlich wurde es aber nur selten. Dieser Schuss von Weber, dieses Mal in die richtige Richtung, wiederum entschärft vom starken Busch und auch der Kopfball nach der anschließenden Ecke verläuft im Sand. Schalding also drauf und dran, wieder gegen ein Schwergewicht der Liga zu punkten, bis zur 82. Minute. Cemal Kaymaz behauptet da die Kugel von der Mittellinie weg ganz stark, schüttelt seine Gegenspieler ab und trifft dann wuchtig zum 1:0. Eine echte Willensleistung des erst 10 Minuten zuvor eingewechselten Angreifers. Das war letztendlich auch der Knockout für die Grün-Weißen, die in der Schlussphase zwar noch mal alles nach vorne warfen, aber nichts mehr zustande brachten. Am Ende also schon ein verdienter, aber sehr hart erkämpfter Sieg für Bayreuth. Ja, erstmal freue ich mich natürlich, dass wir heute gegen den Gegner gewonnen haben, der sehr, sehr heimstark ist und vor allem den Top-Mannschaften sehr, sehr große Probleme immer wieder bereitet. Das haben wir gesehen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir heute gegen wirklich einen sehr kompakten Gegner uns sehr, sehr viele Chancen erspielt haben und die leider noch nicht so genutzt haben. Aber wichtig ist, dass wir sie haben und deswegen im Großen und Ganzen sehr, sehr verdienter Sieg heute. Im Gegensatz zur Vorwoche nutzt die Spielvereinigung Bayreuth dieses Mal die Gunst der Stunde und übernimmt den Platz an der Sonne. Für den SV Schalding-Heining bleibt dagegen die Erkenntnis, dass das Duell David gegen Goliath nicht immer an den Kleinen geht.